Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Apokalypse bei Mist Survival. Es ist wieder ein schöner Morgen und wir können wieder etwas mehr sehen und suchen gleich weiter nach sehr wichtigen Gegenständen, wie zum Beispiel Reifen, Essen, Trinken, Munition. Und wir gehen mal hier lang. Da hinten können wir auch noch lang. Wir gucken mal. Hier stehen lauter Autos auf der Straße. Müssen ein bisschen aufpassen. Eine weitere Cola, ist das schön. Die trinken wir einfach am besten mal, ne? Komm, wir haben so viel. Wir haben so viel Getränke. Wir gönnen uns mal die Cola. Ist hier zufällig irgendwas Nützliches? 1 Liter Benzin, sehr gut. Wir brauchen noch Benzin. Aber vorher noch ein Kanister. Da ist nix, niente. Dann haben wir hier ist auch nichts drin. So, da haben wir da. Oh, hier ist ein bisschen mehr auf der Straße los. Da steht ein bisschen mehr. Was haben wir denn hier? Eine leere Buddel. Haben wir da mal gucken. Was haben wir denn hier Schönes? Da ist nichts, niente. Da ist 0,8 Liter. 0,08 meine ich. Dann haben wir hier ein Schokoriegel. Das ist gut. Können wir die stacken? Nein. Wir essen mal den. Komm, wir essen wir mal. Den gönnen wir uns mal. Wir haben eh Hunger. Wir haben sowieso Hunger. Ja, dann ein paar Früchte hinten drauf. Genau. Wir müssen essen. Das ist wichtig. Man muss in der Apokalypse fit sein und deshalb immer das leibliche Wohl in sich hinein verlangen. Was rede ich da eigentlich? Irgendwie scheine ich schon verrückt zu werden. So, was denn hier? Kann man da vielleicht drauf, um irgendwie zu gucken? Ne, geht nicht, schade. Was ist denn hier? Das scheint noch irgendwie gestaut zu sein vom. Oh, da ist jemand. Da ist jemand. Ich habe jemanden gesehen. Da ist jemand. Zum Glück ist die KI scheinbar nicht so extrem. Da hinten geht einer. Die scheinen nicht so schlau zu sein. Ich gehe mal hier den Berg hoch, im Schutze der Bäume, mit der Hoffnung, dass man mich nicht sehen kann. Also hier sind also Menschen da unten. Und Hühner höre ich. Ich höre wieder Hühner. Okay, da unten läuft einer und das ist bestimmt ein Bandit. Oh, weia. Vor allem, die sind bestimmt bestens bewaffnet. Ich würde mir gerne trotzdem mal Überblick verschaffen. Wir sind immer noch verwundet, sind aber im Selbstheilungsprozess. Das heißt, wir brauchen scheinbar nichts zu tun. Wir verbluten scheinbar nicht. Was würde da nicht Selbstheilung stehen? Der Bär hat uns ja auch nur gekratzt scheinbar. So, mal kurz schauen. Wo ist denn da noch irgendeiner? Ist ja zwei. Jetzt sehe ich da. Ich weiß nicht, was davon Schatten ist und was davon. So, was haben wir denn hier? Huch. Ach, cool. Wir haben weitere Slote gefunden. Slotte. Slotti. Die polnische Währung. Das ist ganz gut. Da ist noch eine Tasche. Wir müssen aufpassen. Das kann auch eine Falle sein, ne? Streichhölzer. Jetzt sehe ich da wieder keinen, aber da ist einer. Deswegen, ich gehe mal nach oben. Da ist ein Haus. Und da sind Räder. Cool. Aber das eine Rad da geht, glaube ich, nur. Ist da irgendeiner? Nee. Okay, wir nehmen das eine Rad mit. Dann sollten wir alle Räder haben, oder? Hatten wir nicht drei? Und jetzt haben wir vier. Super. Hallo?
Hallo. Hallo again. Sag doch einfach mal. Hallo again. Oh, schon wieder was zu essen. Schön. Wir essen es einfach mal. Komm, wir gönnen uns was. Wir machen uns mal einen vollen Magen. Wir bereiten uns mal einen vollen Magen. Und das ist schon mal gar nicht mehr so verkehrt. Wir gönnen es uns. Okay, sind hier welche? Ich bin nicht der beste Schütze, aber trotzdem. Gott. Gott, Gott, Gott. Eine Bandage. Das ist gut. Sonst haben wir hier nichts, glaube ich. Munition! Cool! Sehr geil. Sehr geil. Da ist wieder dieser Hase à la Nightfall. Schnell weg hier. Ich habe da üble Erinnerungen mit. Dieser Hase. So, das war die Tür hierzu. Sorry. Okay, ich glaube, diese Viecher sind da nebenan, oder? In der Garage. Da gehe ich aber nicht rein. Noch nicht. Ich riskiere es nicht. Weil ganz ehrlich, da bin ich noch nicht... Okay, hier ist nichts. 0,6 Liter, das ist gut. Oh ne, da gehe ich nicht rein, Alter. Sorry, da gehe ich nicht rein. Wir bringen erst einmal ein paar Gegenstände weg. Wir sollten jetzt alles fürs Auto haben. Ich bin nicht der beste Schütze. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem bösen Buben und vor Bären. Aber irgendwann müssen wir uns vor den stellen. Und dann habe ich hoffentlich genügend Munition. Um vielleicht auch für unsere MP, die wir dabei haben. Die sollte vielleicht besser sein. Huch, Lauf gegen Baum, schön. So, da ist noch ein Haus. Mal kurz gucken. Hallo, jemand zu Hause? Ja, klar. War klar. Ach, noch ein Reifen. Huch, okay. Können wir vielleicht... Ich würde gerne... Da rollt der Reifen einfach weg. Ich würde den Reifen gerne mitnehmen. Komm, ich esse mal diese komische... Was ist denn das überhaupt? Tomatensoße. Scheiß drauf. Scheiß drauf, wir brauchen den Reifen. Wir brauchen den Reifen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen... zurückzukommen. Auf sicheren Wege, ohne Bär. Ob mir das gelingt? Das ist der Vorteil, wenn man ein Auto hat, ne? Da kann man einfach schnell von A nach B kommen. Man hat jetzt hier schon einiges abzuarbeiten, ne? Zu Fuß. Einige Kilometer hin und wieder zurück. Ist natürlich nicht schön. Ah, wie geil das aussieht einfach. Und wie riesig, Alter. Und ich glaube, das wird noch richtig. Das ist noch gar nichts, glaube ich, oder? Ich habe das Gefühl, das ist noch gar nichts. Ich habe die planen noch viel mehr. Cola ohne Ende, Alter. Wir trinken mal, komm. Wir trinken mal. Nur weil wir es können. Wir machen hier noch einen Kiosk auf, ganz ehrlich. Ich wiederhole mich, aber ist einfach genial. Eine Batterie. 100%. Das passt. Und 4,4 Liter. Sehr gut. Okay, wir müssen... Wo ist das Haus gewesen? Da war das Haus. Wir müssen zu unserem vorübergehenden Lager. Und die Sachen abladen. Ich hoffe, ich schaffe das. Ungemerkt. Ohne Probleme. Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe es so sehr, dass wir da jetzt gut hinkommen. Ich habe keinen Bock, jetzt hier die Munition zu vergeuden. Weil ganz ehrlich, meine Trefferquote ist wirklich im Arsch. Ich bin eigentlich der perfekte Spieler hierfür. Was haben wir denn hier? Ist hier noch irgendwas Schönes? Handtücher. Astrein. Nix wirklich, ne? Ne, nicht wirklich.
Gut, weiter geht's. Vielleicht gehe ich mal lieber hier. Da ist noch ein Safe House. Da ist noch ein Safe House. Das liegt mir aber auch ein bisschen zu sehr an der Straße, ehrlich gesagt. Da möchte ich mich auch nicht niederlassen. Oh, da ist noch ein Rucksack, oder? Moment mal. Ah, hier. Guck mal. Moment. Hä? Plus 3? Was? Wo? Moment mal. Hä? Ach da! Geil! Cool! 3! 3 neue Slote, Alter! Cool! Geile Scheiße. Ein Hammer. Eine Axt nehmen wir gerne mit. Die Säge brauchen wir, glaube ich, auch. Das war cool. Und Essen. Eine Bandage. Ich würde vorschlagen, wir benutzen mal die Bandage. Um mal unsere... Mal kurz schauen. Status. Crafting. Also ich muss erst hier rausgehen. Ich benutze sie mal eben kurz. Vielleicht können wir uns damit irgendwie dann doch heilen. Ich habe ein bisschen Schiss. Nicht, dass wir doch irgendwie hier nach einer Blutvergiftung sterben oder so. Das möchte ich nicht riskieren. Weil hier ist ja nur eine drin. Nehmen wir die mal mit. Perfekt. Gut, da haben wir noch ein Messer. Und noch... Ey, geil. Unser Inventar ist bald komplett voll. Mal kurz gucken. Ja, hier, das... Wir finden also immer ein paar Rucksäcke. Mit Dingen drin. Wo wir dann mehr Slote, also mehr, tragen können. Oh, war ja. Bitte Bär. Kein Bär. Ich kann hier keinen Bären gebrauchen. Eine Wanderung durch die Apokalypse. Ich hoffe, dass hier am Rande nicht unbedingt ein Bär langläuft. Kuckuck. Aber ein Kuckuck ist da. Der ist bestimmt noch gefährlich, der Kuckuck. Der mutiert nachher. Was up? So, wir nähern uns langsam. Da ist die Garage, oder? Lass mal kurz... Ist das die Garage? Ich glaube. Da war eine Tür. Ich sehe keinen Bär. Das ist gut. Die Tür ist nicht benutzbar. Aha, was ist das? Eine andere Garage. Okay, ein Nebengebäude. Waren wir da schon drin? Kommen wir da rein? Scheinbar nicht. Einfach nur so ein Gebäude, glaube ich. Wir gehen nochmal in die Garage. So, hier haben wir ja alles dabei. Ich wollte hier nochmal ganz kurz gucken. Bei der Werkbank. Interact. Da können wir auch ein paar Sachen craften. Stick. Nägel kann man hier machen. Aha, man kann also an Werkbank kann man noch andere Gegenstände machen als normalerweise. Bottle Water kann man bauen. Ah, da, eine Gascan. Hier. Metal Scrap Sphere und Component Sphere. Da kann, hier an der Werkbank kann man sich ein, wie heißt es, einen Kanister bauen. Das ist ja cool. Und eine, wie heißt das hier, eine Crowbar, eine, ach, wie heißt das auf Deutsch? Verdammt nochmal. Ein Brecheisen. Oh, da braucht man 6 und 2 für. Okay. Das waren 10 und 6. Also ungefähr 10. Gut zu wissen. Dann sammeln wir, wenn wir alles abgeladen haben, erst nochmal ein paar neue Gegenstände. Ein bisschen was zum Craften. So kommt man also an einen Kanister. Man kann sich nur einen craften? Ernsthaft? Kann man sich keinen hier irgendwo zusammensuchen? Hat kein Auto einen richtigen Kanister?
Das ist aber auch komisch. So, da waren wir, glaube ich, mal drin, ne? Hallo? Ah ja, da war eine Axt. Die lassen wir mal. So, interessant. Doch, die Folge war doch schon mal sehr interessant wieder. Ich bin sehr neugierig und meine Neugier wurde doch wieder mal gestillt. Bitte kein Bär, bitte kein Bär, bitte kein Bär, bitte kein Bär. Schnell weg. Nicht, dass hier doch noch ein Bär kommt. Ins Hotel müssen wir auch noch mal irgendwann. Da sind noch Zombies, glaube ich. Aber da sind, glaube ich, mehrere drin und das kann ich im Augenblick nicht gut heißen. Ah, hier war auch immer ein Bär, ne? Hier war auch ein Bär. Ich muss hier. Ich muss aufpassen, ne? Ich muss echt aufpassen. Ah, da ist unsere Hütte. Ich kann sie, glaube ich, schon sehen, oder? Hm. Okay. Okay. Komm, das bisschen schaffen wir jetzt auch noch. Ohne angegriffen zu werden. Dann wissen wir ja, was wir in der nächsten Folge tun. Dann sammeln wir ganz viele Komponenten und Metal Scraps, um dann endlich einen Kanister zu finden. So, das ist das Haus und dann, ja, ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, wir sehen uns, ne? Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Da sind wir. Gut, ich bin raus, Onkel Klaus. Macht's gut.